Kommunalwahl 2020 bei Report K, Kölns Internetzeitung. Am 13. September sind wir Kölnerinnen und Kölner aufgefordert, eine Oberbürgermeisterin, Oberbürgermeister, einen Integrationsrat, einen Stadtrat zu wählen und, ganz wichtig, das unterschätzt man oft ein bisschen in Köln, auch die Bezirksvertretung der neuen Stadtbezirke in Köln. Das sind teilweise, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen fröhlich, mittlere Kleinstädte, die Bezirke. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Clea Hahn bei mir habe, eine besonders charmante Vertreterin von Die Partei. Sie treten für die Bezirksvertretung in Rodenkirchen an. Also gar nicht für den Stadtrat, auch nicht als Oberbürgermeisterin, sondern für die Bezirksvertretung. Genau. Sie müssen sich erstmal vorstellen und dann kommen wir zu den anderen Dingen. Genau. Wer ist Clea Hahn? Ja, das bin ich und ich lebe in Beiental und das auch zu Rodenkirchen gehört und bin alleinerziehend, habe 3 Kinder und soweit erstmal zu mir und möchte jetzt in die Bezirksvertretung von Rodenkirchen. Warum die Partei? Warum ich in der Partei bin oder warum Rodenkirchen die Partei braucht? Genau. Ja. Ich bin in der Partei die Partei, weil ich natürlich als Mutter sehr unausgelastet bin, 3 Kinder und so. Das war zu viel mit dem Latte Macchiato trinken immer tagsüber, wenn die irgendwo anders waren. Und wollte mich selbst verwirklichen und dann dachte ich, ach ja, ich bin aufgewachsen mit der Zonengabi, die Zeitung, die ich immer gelesen habe. Und dachte ich so, da erinnere ich mich noch und habe gedacht, so wie Herr Sonneborn das macht, so mache ich das jetzt auch. Also mit der Titanic, man muss das machen. Mit der Titanic, ja, genau, ne? Also genau. Das war sozusagen ihr geistiges Futter. Ja, ein schöner Ausdruck, ja, genau. Ja, das ist immer schon die Titanic gelesen und dann den Werdegang von Herrn Sonneborn mitverfolgt und gut geheißen und ja. Jetzt komme ich zu meiner Frage, die ich schon vorher gestellt habe, tut mir leid. Bezirksvertretung, warum gerade Bezirksvertretung? Eben warum nicht höchstes Amt der Stadt, Stadtrat, so wo man gleich auch ganz viele Aufsichtsratsposten abgreifen kann sozusagen, sondern Bezirksvertretung, da wo Kommunalpolitik noch so richtig, ich will nicht sagen wehtut, aber wo die richtig gemacht wird, wo man in Sitzungen lange sitzt und dann eben für den Bezirk was tut. Naja, wenn die richtig gemacht wird, tut es ja nicht weh dann. Ich wohne da ja auch und da muss ja die Politik richtig gemacht werden, dass es mir da nicht wehtut. Also ich habe ja 3 Kinder und komme auch nicht viel so raus aus Rodenkirchen und interessiere mich dann auch so ein bisschen für das, was innerhalb meines Tellerrandes passiert und denke, da ist gerade auch die Partei gefragt, endlich Lösungen zu finden und sich da einzubringen, um da das Leben auch lebenswerter zu machen. Gucken wir mal auf Ihr Wahlbezirk. Das habe ich eigentlich alle Kandidatinnen und Kandidaten auch aus der BV immer gefragt. Das ist sehr divergent. Wir haben einmal den klassischen Zweitwagen-Ferrari-Besitzer in einem bestimmten Teil dieses Bezirkes sozusagen. Wir haben aber auch den Kölnberg. Das heißt, wir haben ganz viele unterschiedliche soziale, ich nenne das jetzt mal extra Ghettos. Also Hahnwald ist ein Ghetto, Kölnberg wird auch gerne als Ghetto bezeichnet, wo wir Sozialraumkoordination haben, wo wir prekäre Lebensverhältnisse haben teilweise. Wie wollen Sie diese Gegensätze sozusagen auflösen? 13 Stadtteile gehören zu meinem Wahlbezirk und so. Man darf auch nicht so vergessen, so Raderberg, Radertal und so, wo so der Pöbel wohnt, der was doch zu 2 Kindern und einem einigermaßen Einkommen gebracht hat. Die müssen ja auch noch irgendwo zwischen dem Villenviertel und dem Hahnwald irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben. Und das ist schwierig, aber Sie wissen, unser Parteiprogramm deckt vieles ab. Und sagt aber auch zu vielen, nein, brauchen wir nicht mehr. Und der Hahnwald, ganz klar, wir sind überschuldet. Das wurde schon gesagt im Interview meines Kollegen. Den werden wir roden, ganz einfach. Köln braucht Geld, Köln muss Schulen bauen. Der Hahnwald ist eine gute Quelle, um da erstmal für eine Umverteilung des Geldes zu sorgen. Und Jetzt wollen Sie aber auch, Sie sind für Elitenförderung. Wohnt im Hahnwald die Elite oder haben die einfach nur Glück gehabt? Ich denke, da wohnt eine besondere Spezies, die es auch zu schützen gilt, die man umsiedeln muss auch. Also mit Sicherheit würde ich es nicht Elite nennen, sondern eher eine spezielle Sorte, die eventuell unter Artenschutz gestellt werden muss, umgesiedelt werden muss. Aber darauf kann man dann auch keine Rücksicht nehmen. Elite ist das nicht, nein. Wenn Sie da besonders aktiv werden, weil zum Beispiel die AfD hatte da einen hohen Stimmenanteil, sehr interessant, weil in Rodenkirchen insgesamt war der Stimmenanteil der AfD eher geringer, aber gerade in Hahnwald sozusagen hatte die AfD
als rechte und rechtspopulistische Partei doch sehr, sehr viel Stimmen. Werden Sie da besonders aktiv werden als die Partei? Ja, wir roden das einfach. Ne? Also ich denke, wenn man sowieso hinter Zäunen wohnt und nur mit Kameras nach außen guckt und so, dann ist das auch, dann ist, fühlt man sich durch alles bedroht. Also das erklärt sich. Aber wir roden das dann auch einfach. Und dann wird sich das Problem auch lösen. ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr. Gute Anbindung, sind Sie gut angebunden? Gibt es Dinge, wo Sie sagen, da würden Sie gerne noch ein bisschen was verändern? Ja, das ist ja ein großes Thema. Die Stadtbahn, die Erweiterung, die ja bis zum Bonner Verteiler momentan schon im Bau ist. Also die Bäume sind schon gefällt worden. Und ja, also ich plädiere schon auch dafür, dass die Witze über den Berliner Flughafen, dass die jetzt ersetzt werden durch, also dass der Begriff Berliner Flughafen in den Medien und in der Comedy ersetzt wird durch die Stadtbahn Köln, weil das ungefähr den gleichen Wert hat. Ansonsten, ja, die Anbindung ist, es gibt den 132er, Viehtransport genannt, der ja wirklich vom Dom bis zum Kollenberg fährt und also jedem, auch so den Marienburgern, die Möglichkeit gibt, mal zu sehen, wer auch noch in diesem Bus ist und wer mit ihnen im Bezirk lebt. Der steht natürlich immer eigentlich auf der Bonner Straße und man muss auf Decken und Suppe verteilen, weil der einfach im Stau steht. Es ist ein Problem, aber ja, wir werden es benennen und lösen. Sie sind auf Listenplatz 1 von die Partei für die BV Rodenkirchen. Mhm. Haben Sie die begründete Hoffnung, dass diese Linie, also die Nord-Süd-Stadtbahn, es gibt jetzt eine Einigung, ja, der Stadtrat hat einen Vergleich geschlossen mit den entsprechenden Baufirmen und man hofft ja, dass das jetzt möglichst schnell weitergeht am Weidmarkt und so weiter. Hoffen Sie, dass Sie dann da ein Gläschen Champagner als Bezirksvertreterin trinken werden auf die Eröffnung der Bahn in der nächsten Wahlperiode? Also meine jüngste Tochter ist 6 und ich hoffe, ich trinke zu ihrem Abitur, zu dem sie dann das erste Mal mit der Straßenbahn gefahren ist, ein Gläschen Champagner. Das ist aber sehr optimistisch, aber das muss ich sein als Mutter von 3 Kindern in Zeiten wie diesen. Da haben Sie eine ganz spezielle Forderung, wenn wir über Schulen reden. Es gab eine große Diskussion mit dem Neubaugebiet Rondorf Nordwest. Gesamtschule sollte dort gebaut werden. CDU und Grüne haben gesagt, nein, wir wollen ein Gymnasium. Der SPD-Bezirksbürgermeister, der amtierende im Moment, Mike Hohmann, hat für die Gesamtschule plädiert und auch gesagt, er hat ein entsprechendes Votum sozusagen auch aus der Elternschaft bekommen. Wie ist die Schulsituation im Bezirk sozusagen und wie kann man die Probleme dort lösen, dass es vielleicht, dass dort eine Gesamtschule fehlt oder ein Gymnasium? Wie sieht es da aus? Wird viel gebaut bei Ihnen? Es wird viel gebaut, allerdings keine Schulen, keine Kindergärten, also noch nicht. Ne? Die Schulen werden zum Teil aufgefordert, einen weiteren Zug zu eröffnen. Container werden aufgebaut, das ist sehr schön. Das gewöhnt unsere Kinder gleich schon mal an einen anderen Standard. Und ja, das ist ein großes Problem, zumal so in Bayenthal, Radertal, Raderberg, ich sage nur Reiterstaffel und die ganzen Karrees, die immer entstehen. Für Familien gebaut werden, das sind immer 3 bis 4 Zimmerwohnungen, ein Kinderzimmer oder Büro oder Kinderzimmer, Kinderzimmer. Und die sind irgendwie so vor ungefähr 10 Jahren fertiggestellt worden, da sind Familien eingezogen und die stehen jetzt alle da und haben keine Schulplätze. Und da tut sich in den nächsten Jahren, glaube ich, auch nicht viel, wenn man so auf die Baugeschichte und auf so die auf den Habitus in Köln guckt. Und ich bin da einfach für Geburtenkontrolle, also dass man einfach in Rodenkirchen nicht mehr schwanger werden darf, wenn man nicht schon garantiert einen Kindergartenplatz vorweisen kann. Oder eine Online-Ausbildung für das Kind schon oder ein Schulplatz. Und sonst die Ein-Kind-Familie, sonst funktioniert das nicht. Sonst haben wir wirklich viel zu viele Menschen, die dann nur noch in Kölnberg-ähnliche Gebiete ziehen können. Ist das nicht ein bisschen diktatorisch oder wie würden Sie das eher fröhlich lösen, indem Sie da kostenlose Kondome irgendwie im nächsten Supermarkt verteilen oder wie kann man sowas lösen? Wir haben Menschen schon, mögen ja sowas nicht, also Kontrolle. Ja, wir haben ja schon Kondome auch mal verteilt aus anderen Gründen und Kondome immer gut, ne? Kondome sowieso, ne? Nehmt Kondome, wenn ihr miteinander schlaft und den anderen nicht so kennt. Aber diktatorisch ja, aber es ist eher ein wenn jemand schon mal ein Kind hat, wird er das wissen. Also ein Kind ist kein Problem. Wenn man das schon hat, wird man wissen, wie schwierig das ist. Und ich glaube, das ist einfach ein Vorschlag, wo dann dankbar Vasektomien und auch irgendwelche, die Pille auf Kosten der Stadt angenommen werden. Weil es wirklich, also den Stress erspart man sich da, das ganze Gerenne und irgendwie die Kinder anderswo anmelden müssen, um da in den Kindergarten zu bringen. Ich denke eher, das wird dankbar angenommen, wenn es sogar finanziell unterstützt wird. Wunderbar. Der Kölnberg, was würden Sie mit dem Kölnberg machen?
Kölnberg, ja. Der Tourismus ist ein Punkt, womit man, glaube ich, auch noch mal Geld nach Köln bringen könnte. Rodenkirchen ist nicht so, der Hahnwald darf nicht bewandert werden und nichts. Im Grunde könnte der Alpine Verein Kölnberg auch in seinen Reiseführer mit aufnehmen und auf dem Kölnberg auch Klettertouren und ja, von Spitze zu Spitze Happenings anbieten. Und das sehen wir als gute auch Zusammenführung von, ne, die Lebewesen beobachten dort und irgendwie, das wäre eine gute Möglichkeit, den Kölnberg auch mal anders wieder darzustellen und anders in die zu integrieren in die Stadt. Und genau. Frau Hahn, wie sehen Sie Ihre Chancen? Das ist ja nicht, also Baiental ist, glaube ich, auch kein Studentenviertel. Ich überlege gerade so ein bisschen. Also ist ja doch eher so sehr gesettelt sozusagen. Viele Seniorinnen und Senioren sind da auch. Ich glaube, für Seniorinnen und Senioren sind Sie noch eine sehr junge und neue Partei auch mit die Partei. Aber Sie sind auch für Tierschutz. Viele Senioren haben, glaube ich, auch ein Haustier in Rodenkirchen. Wie sehen Sie Ihre Chancen, auf Listenplatz 1 in Rodenkirchen in der nächsten Bezirksvertretung zu sitzen? Ich denke ganz gut und da denke ich vor allem an die Erstwähler und an die Letztwähler. Ich denke, für die Letztwähler ist so dieser, ne, schon auch allein der Look, also wieder Uniform und alles, die werden sich so irgendwie ein bisschen sentimental erinnern und denken, ach ja, ach, das war gut da. Und das wählen und die Erstwähler. Ich denke, da handelt es sich um viele, die mit ihren Eltern auch nicht so ganz zufrieden sind. Die sehen ja, okay, wo wir hier wohnen, das ist nicht toll hier, hier kann man, hier muss man eigentlich weg. Die Jugendlichen fliehen aus Rodenkirchen, keiner will dort wohnen bleiben. Und wenn die dann endlich die Chance haben zu wählen, sind wir bestimmt eine gute Alternative. Und ich denke, ich baue auf diese beiden und vertrete auch die Interessen dieser beiden Wählergruppen ganz gut. Jetzt gibt es in Rodenkirchen die Rodenkirchener Riviera. Da werden Jugendliche und junge Menschen oft auch vertrieben, weil sie dort Bier trinken und den anderen Anwohnern dort gefällt das nicht. Würden Sie das da irgendwie zu einer Art Goldstrand oder zu einem, ja, zu einer neuen Party-Location gerne ausbauen? Ihre Wähler, Ihre Jungwähler auch ja, zu überzeugen? Ja, ja. Also ich denke, man muss das nicht wieder so ausbauen und dann, man sollte die einfach lassen. Man könnte die Hochwassermauer einfach als Schallschutzmauer hochziehen, dann können die Anlieger dort weiter ihren Frieden haben und die Jugendlichen haben auch ein bisschen ihre Ruhe. Und das ist, glaube ich, eher das, was da ist, anstatt dass sich so ein Gastronom von Rodenkirchen sich das so wieder unter den Nagel reißt und dann haben da die Jugendlichen auch keinen Platz mehr und wo die bestimmt mehr Taschengeld kriegen als andere, sollte man doch da eigentlich dafür sorgen, lasst sie dort feiern und die sollten auch mal froh sein, weil sonst würden die Rodenkirchener Kinder schon jetzt in dem Alter weiter in andere Stadtgebiete zum Feiern gehen und das wollen, glaube ich, die Ansässigen dort auch nicht wirklich. Also lieber Currywurst und Kölsch statt Krevetten und Champagner? Ja, die Krevetten und Champagner sind ja dann wieder nicht für die, Jugendlichen. Also, und ich erinnere mich so an meine jugendliche Zeit, da habe ich auch gerne mal an dem Ufer dort Zeit verbracht und da waren Krevetten und Champagner nicht so das. Nein, es gibt ja auch immer diese Gastronomie und es gibt ja das Ganze, was dann sehr typisch Rodenkirchen ist und würde man das jetzt richtig ausschreiben als Partyzone und alles, würde da auch, glaube ich, Dinge geschehen, die für die Jugendlichen nicht gut wären. Und dann eine Schallschutzmauer, die kann man immer hochlassen. Das ist ein großes Problem mit dem, wenn der Rhein übers Ufer tritt, kann man immer hoben lassen. Dann ist ja so eine Chill-Out-Area auch ein bisschen. Soll es da vielleicht ein Bütchen mit legaler, freier Cannabisabgabe geben? Ist ja, glaube ich, auch eine Forderung der Partei. Ja, wir wollen Cannabis legalisieren. Und ja, das wäre eine Möglichkeit, auch zum Beispiel doch das Sutterfeld für den Cannabisanbau zu nutzen, anstatt die ganzen anderen Diskussionen. Sowas, wenn glaube ich, diese Schallschutzmauer da ist und kein Gastronom sich da irgendwie was unter Nagel da denkt, ich mache da was, ist vielleicht so ein Bütchen oder so ein, ja, so ein Reggae-Bütchen. So ein Reggae-Bütchen oder so. Wie so ein Eiswagen. Wie so ein Eiswagen, der fährt dann so lang und bimmelt und hat dann, genau. Das im Sortiment. Kleine Tütchen genau, dabei. Genau. Kleine Tütchen dabei. Ach, kleine Tütchen, ne? Kondome auch zum Beispiel. Ja, wegen der Geburtenkontrolle. Damit die nicht zu früh damit anfangen. Ja, und auch genau. Auch wegen der anderen Dinge. Würden Sie dennoch sagen, man könnte die Geburtenkontrolle aufheben, wenn die Partei genügend Schulen gebaut hat und Kindertagesstätten hat? Ja, also wenn das nicht passiert, kontrollieren die Menschen dort ihre Geburten bald selbst. Also das ist so eine, oder fangen wirklich an mit dem Homeschooling. Wir sind da jetzt geprobt drin und dann lassen wir die halt zu Hause, womit natürlich auch dann wieder der Rückfall in die 50er Jahre ist, weil einer muss zu Hause bleiben und Netzwerkadministrator machen und der andere nicht.
Also ich denke, dass es eher so ist, dass man es jetzt erstmal vorschlägt, dass die Familien das von selber tun und das finanziert, oder es wird sonst so auch kommen. Also Ihre Chancen? Ja, sagte ich ja, ganz gut, denke ich, wegen der Erst- und Letztwähler. Meine Kinder wollen, dass die Zukunft grau wird. Das habe ich schon gefragt. Ich bin jetzt mit meinen ganz vielen Fragen über Rodenkirchner Riviera vollkommen abgelenkt gewesen. Sie hatten das schon gesagt, Sie haben gute Chancen sozusagen, die neue Bezirksbürgermeisterin von Rodenkirchen zu werden. Eventuell, muss man ja sehen, vielleicht Bündnisse schmieden könnten Sie ja auch. Ja. Und dann wäre das ja durchaus eine Möglichkeit. Clea Hahn von Die Partei, das ist die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Wo ist das? Kandidieren auf Listenplatz 1 von Die Partei für die Bezirksvertretung Rodenkirchen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und uns mit Ihren Themen durchaus interessante neue Aspekte reingegeben haben. Zum Beispiel Geburtenkontrolle für alle Rodenkirchner. Auch das ist ein spannendes Thema sicherlich, bis die Schulen fertig sind. Dankeschön. Danke ebenso.